Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA PvP. Jürgen mit feinsten Matchau, Färbungsskin hier für den Aschenbringer. Geiles Ding, oder? Bisschen kaputt gegangen, passiert halt. Oder? Kann mal passieren, Freunde. Was nicht passieren kann, sind Ali-BGs. Eben auch versucht mit Perry. Nope. Der Schaufelgnome, ich raste völlig aus und schreibt auch direkt im Chat, ne, wie es so sein muss, wenn man Ali spielt. Erstes BG seit Monaten, dann dieses AIDS-BG, oder? Großartig. Das sieht ja lecker aus, hör mal. Das sieht, oh, guck mal hier schön im Jay. Ja, natürlich sofort, wo ist der Verbrecher? Alter, es ist doch witzlos, Mann. Überall, wo ich hingehe. Ist hier echt, ich meine, es ist eine Frage von Sekunden, bis der jetzt doch da ist, ne? Aber bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Wir gehen mal einfach auf den Hexenmeister. Ja, war's schon, Alter. Ja, wird wohl beim Versuch bleiben, ne? Meine Fresse. Es ist einfach nur schön. Dazu dann, Freunde, auch ein Heal-Kill-Makro mit Rechtschreibfehlern, oder? Es ist einfach, Freunde, Allianz. Ein Fest. Darum, liebe Leute, jetzt wieder Horde, ne? It's time to shine oder so. Keine Ahnung, Geldschein am besten. Oder schön hier Money Making im Arati-Becken. Wir gucken uns genauestens an, wie das vonstatten gehen soll. 3 gegen 2 Heiler und Unterzahl läuft bei uns tatsächlich... Was? Ja, ist egal, ist die Allianz. So, die machen wir einfach kaputt, put, put, Junge, ne? Kommen die alle wieder raus aus dem Hühnerstall, wenn wir da so einen Stotterer hinlegen. Mal sehen, das sind auch 2 Diszis. Oh, ich dachte wenigstens Holy. 2 Diszis und ein Monk. Bruder, überhaupt keinen Bock. Die Haas des Todes. Ja, mal sehen, was das wird. Eine Hunter heißt zumindest Winifred. Mal sehen, das kann so ziemlich alles sein. Kero da, Kofi oder Chuchu. Was für ein Ding? Chuchumaru, alles klar, Freunde. Wir pimmeln den sowas von gleich ein paar Richturteile in die Fresse, dass sie gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Nein, hat ein Paler auf dem PvP-Mount. Warum? Warum? Warum ist das der Erste, den ich spotte, als ob ihr keinen Heiler mitbringt? Ja, gleich beide, natürlich. Warum denn nicht? Und rauf auf den Monk, oder? Hier ein bisschen Crit anwerfen, natürlich. Wir katapultieren mich einfach über den Jordan, 10.000 Kilometer weit weg vom Ursprungspunkt. Klar, nächstes dann mit rein. Wisst ihr, ich habe hier CDs an, Freunde. Hört mal auf, wie mit eurem Rumgeschiss. Jetzt mal drauf hier auf den Kollegen. Aber hallo, bisschen Schaden hier für die Monk. Mutti. So, ach Junge, sofort Herz-CDs auf den, ne? Meine Phrase. Ach, unsere Burst-Phase. Guck mal da Tempo hier, Junge. Und entwaffnet. Und es ist alles ganz sauer. Ja, noch mehr CC bitte, Junge. Die sehen den leuchtenden Pally. Die haben Angst. Habt ihr gesehen, was wir da reingeschmettert haben gerade? An Kritz in der Burst-Phase. An Tempo, Prox und Co. Junge, die hatten gerade zu Recht sofort einen nervösen Finger. An Lebenskokon und Co. Das war ja richtig abartiger Scheiß, was wir da gedrückt haben. Aber wir sehen, 2 Heiler. Der Diszi dreht frei. Die haben Kampfrausch gezogen, beziehungsweise Heldentum heißt das ja bei den Muttis, um sich so ein bisschen von der Horde abzuheben. Wir sind besonders, wir sind Allianzler, Freunde. Und dementsprechend gerade passiert hier wirklich nicht viel, Alter, was ich echt nicht fahren kann. Nächster Stun ist drin, jawohl, unser Krieger hier am Sizzle. Nächster Stun hinterher, aber guck mal hier, wir haben jetzt 2 Tanks auch, ne? Das reicht einfach nicht an Schaden, um so einen Heiler hier schnell mal umzuknüppeln. Es ist ganz, ganz traurig. Ganz trauriges Bild. Jetzt haben die sich aber verpisst, oder was? Jetzt haben die sich verpisst. Guck mal oben auf die Basen, Freunde. Das ist ja interessant. Das ist ja wirklich interessant. Es ist nur noch der Diszi da, oder was, Freunde? Alter, was, Mann? Wie oft noch C10, Junge? Was seid denn ihr für Muttis? Was ist mit den Anlis? Habt das letzte BG gesehen? Das war genau derselbe Scheiß, Freunde. Exakt derselbe Scheiß war das. Jetzt sehen wir auf den Diszi, Freunde. Komm, jetzt hier noch schöne Aschenbälle hinterher, jawohl. Sondern zusätzlich ins Low. Guck mal, der Drop-Down, Schmerzunterdrückung. Okay, er arbeitet mit seinen CDs, klar, warum nicht? Why not? Wir hauen uns mal ein bisschen körperliche Immunität mit rein, wenn hier die DH so rumpimmeln, dass wir nur ein bisschen Feuerbrand-Aura-Damage bekommen. Jetzt der Half-Life, jetzt dann hinterher. Und jetzt, Freunde, rein da. Rein da, rein. Keiner funktioniert, ich krieg zu viel Schaden, viel zu viel Schaden, weggekickt. Oh mein Gott, ich hab nichts mehr, hab nichts mehr. Ah, vielleicht nochmal hier das Bollwerk, wenn sie jetzt nicht kicken, Alter. Boah, aber ihr letzte Sekunde gesaved und das auch nur nochmal. Für weitere paar Sekunden keine Chance, sie leben zu lang, Junge. Die DHs, die eskalieren halt ab einem bestimmten Punkt. Okay, das war nicht cool. Das war nicht cool. Wir liegen in Punkten vorne, Basen sicherlich gleich nicht mehr, weil wir haben gerade gesehen, wir haben keine Chance gegen ihre Heiler. Der Fokus von uns mit unseren beiden Tanks bringt einen verdammten Scheiß gegen ihre Heals und wir haben gesehen, was wir da reingeklöppelt haben, ne? Mein Schmuck bringt, glaube ich, richtig fetten Crit, Alter. Jawohl, einfach mal Richtung 750er und Kreuzung das Tempo dazu in die Fresse, Freunde. Da machst du gar nichts. Hier dasselbe wieder. Selbes Spiel als noch ein Pelli-Kollege, oder? Das ist doch ein Pelli-Kollege. Pass auf, wir ziehen das jetzt nochmal durch, Digga. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Segen der Freiheit. Wenn der jetzt aufhört, hier dumm im Kreis zu rennen, wir so ein bisschen rankommen. Guckt euch das an hier. Guckt euch an, Junge, die Kritz, bam, und auf Wiedersehen, was für Diszi am Nackfeuer. Geil, Junge, schöner Leuchten 2.0 auf jeden Fall am Start, nächster Stun ist da, Stun über Stun, Junge, können wir auch mal, ich bin's, die Allianz, zack, Junge, das war geil. Alter, Doppelpelli hier des Hasses, Alter, die Kartoffel, ne? Die gute deutsche Kartoffel hier reingezimmert, Leute, so kann das aussehen. So hätte das oben auch ausgesehen, wenn die nicht sofort reagiert hätten mit, weiß ich nicht, wie heißt denn das, Einkerkern vom DH, ne? Einkerkern über Einkerkern, Junge. Boah, nerviges Pack, Alter, nerviges Pack. Ein Pelli zu C10, der gerade Hard-CDs laufen hat, ne?
Das ist, weiß ich nicht, wie Golfen zu gehen und sind, die Löcher sind alle zugeschneit oder so. Ne? Und dann bietet man die eigenen Löcher an zum Spielen. Weißt du, das ist doch nicht schön, das ist doch nicht normal, Freunde. Das ist doch ekelhaft, Mann. Diese braunen Golfbälle, die dann rauskommen, oder? Das wird auch keiner sehen. So, die fliehen schon wieder hier nach unten mit ihren Goblin-Gleitern. Das ist schön zu sehen. Das heißt, wir gehen mal mit hoch zur Säge und gucken mal, ob es da noch was zu klären gibt. Weil das war, Alter, war das geil. Wenn das ready ist hier, wenn Kreuzzug und unser Schmuck ready ist, Junge, die machen einfach nichts mehr, außer die Augen zu. Schön den DH da gekickt, da sehe ich noch wieder den Verbrecher. Da sehe ich ihn doch schon wieder. Hand der Freiheit hier einwandfrei, gibt uns mit PvP-Trade noch ein bisschen Bonus-Movements wieder. Ah, und sofort wieder CC. Alter, was da reinkommt an Schal. Hallöchen und auf Wiedersehen, Freunde. Hallöchen und auf Wiedersehen. Dann spielen wir einfach ein bisschen auf Zeit und gucken, dass ihr Lutscher hier keinen Fuß in die Tür bekommt in Sachen Basis-Tabbe, ne? Das ist ja auch eine schöne Sache. So, guck mal hier, der Dizzy, wir gehen ihm schön auf den Sack. Wir kriegen den nicht down. Nein, müssen wir uns gar keine Hoffnungen machen, Freunde. Wird hier, denke ich, nicht passieren. Dazu kriegen wir viel zu doll in die Fresse und der zu wenig. Wobei, guck mal gerade. Schmuckstück nochmal rein hier. Nein, in dem Moment kommt der Stun wieder durch von diesem Random-Totem, was da steht. Jetzt nochmal. Hammer des Swords. Come on. Die Süde, kick die doch. Um Gottes Willen. Jetzt, ja, ach, meine Fresse. Boah, was ist das hier für geisteskranker Scheiß? Und da waren unsere Tanks gerade super. Ja, hau ab hier. Komm, Skitorpedo, weißt du, einmal Richtung China, Junge. Ab dafür senkrecht den Everest hoch. Was für ein verrückter Mongo, Junge. Gibt's da gar nicht. Haben wir gerade gesehen, jetzt war der CC unserer Tanks. Diese CC-Lastigkeit, die haben, die war gerade sowas von super. Die war gerade sowas von geil. So wie jetzt hier unsere eigenen CDs, Junge. Die hauseigenen. Hier noch, zack, wunderbar. Urteil des Templars, Junge. Guck, der DH, wie er schwitzt, wie er abhauen will. Komm nicht mehr ran. Haben wir das Sons noch? Jawohl. Und das. Not Charlie, der letzte Schaman hier. Guck mal, schön ein bisschen Slow-Effekte mit drauf. Nichts mit Geisterwolf. Ach, es sieht so schön aus, oder? Guck mal, es sieht so schön aus. Zack, noch eine Klinge hinterher. Und jetzt die beiden Tanks hier, die damit reinroffeln. Aschenwelle nochmal ein bisschen slow. Bonusschalen und auf Wiedersehen jetzt hier im Stun. Und zack, Junge. Geisteskrank sein Faller auf jeden Fall. Ich hätte gern permanent den ganzen Crit, den wir hier beziehen. Ihr seht das ab und zu schmettrig da rein wie sonst was. Es crittet nichts, ja. Und das fühlt sich dann gar nicht so geil an. Aber mit den Crits, Freunde, wie der Dizzy einfach, oder? Wie der geschmolzen ist, Junge, das war ja ein Traum. Das war ja wirklich einfach ein Traum. Aber als Parry, wenn du weder richtig Tempo hast noch Crittest, ja, dann hast du einfach keinen Spaß, Mann. Dann kannst du auch Waffenkrieger spielen und deine Death-CDs anschmeißen und dir dann selber die eigene Bukake-Session machen, indem dir lauter Fotos von dir selber ausdruckst und im Kreis um dich rumlegst, weißt du. Nebenbei beschwörst du vielleicht noch Satan oder Cthulhu, man weiß es nicht, ne. Aber das ist so ein bisschen die Gönnung, die dann hier abgeht. Und das sind auch die Leute, die dann so Golf spielen, wie ich es vorhin beschrieben habe, ja. Ganz gefährliche Typen, Freunde. Ganz, ganz gefährliche Typen. Ich kann euch nicht mal genau sagen. Ich glaube, dass einfach wir alle in unserem Team mega pissed sind auf das, was die Alice hier so tun. Oh, kriegen wir das noch gedeft? Da muss jetzt definitiv wer reinspielen. Oh ja, fliegendes Krokodil, ja, einwandfrei. Da ist ein Heal, sehr, sehr schön. Gehen wir gleich mal drauf. Hier, pass auf, mein Freund. Ah, wieder Ring des Friedens und wir CC'n den da auch noch drin, ne? Das sind natürlich Schmerzen, wir kommen gar nicht ran. Oh, was war das jetzt? Das war der Glaubenssprung vom Dizzy. Sehr, sehr schöne Sache, come on. Ich hab noch nichts mehr. Ja, und Lebenskokon, du Pussy. Das ist alles nicht schön, ne? Was da noch für ein Dottix, auch von unserem Schmuck aus Uldir, generieren wir Bonus-Crit auch wieder. Wenn wir damit drauf sind, wir bleiben einfach an seinem Arsch, Junge, und wieder CC, das können sie, die Alice, ja, CC, das ist auf jeden Fall ihr Lieblingssport, das muss man so sagen. So, unser Hunter-Freund klöppelt hier mit drauf, ich warte nur, ihr seht das, ne, ich warte nur, dass unten wieder unsere Vergeltung, unser Kreuzzug ready wird hier, ja, nehmen wir den Slow noch mit, einwandfrei, und jetzt dürftet ihr Lutscher doch eigentlich nichts mehr haben, pass auf, jetzt kommen wir, jetzt legen wir so langsam los. So, Slow-Effekt mit drauf, wir sind entwaffnet, aber die müsste eigentlich rechtzeitig wiederkommen, hier unsere Waffe, Junge, erstmal schön 26k auf den Nacken hier unseres Kollegen, gucke an, was da rein, jetzt sind wir wieder droppt, Junge. Es sind natürlich nicht nur wir, aber das ist natürlich schon so ein kleiner Boni da, wenn da die Pellys mit draufzimmern, ne? Zack, nächster Hammer, das gibt's doch nicht. Das ist auch der Hammer, wie der hier spielt und sich selber, guck mal, wie der geslowt in seinen Ringstep, ne? Das ist meine Safe Zone, ne? Ich fühle mich von Smoothies belästigt, Junge. Dann verpiss dich doch einfach. Was ist denn mit dem? Nächster CC. Ihr Muttis, komm, Aschenwelle hier auf Nacken für beide, warum denn nicht? Ach, das ist ganz unangenehm, sowas mit anzusehen. Oder solche Bukake-Sessions hier von den Heilern. Es ist einfach nur lächerlich. Jetzt Blitzschlag, lass du hier sehr schön von unserem El, reicht aber nicht. Sofort wieder rausgekommen, sofort wieder verteilt. Jetzt hier kommt der Switch auf den Morgen. Nein, da kommt die Sühne auch durch. Die gehen beide low, ne? Die gehen gerade beide low. Ach man, wir heilen uns mal hoch und dann gehen wir vielleicht einfach mit auf den Dizzy. Ich habe leider auch keinen Stun, sonst hätten wir. Oh, das könnte gut sein. Das könnte jetzt richtig gut sein. Den hätte ich noch kicken müssen. Shit. Jetzt hier, come on, er hat keine Sühne. Er hat doch keine Sühne, Freunde. Er hat doch keine Sühne. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist einfach egal, ob der Sühne hat oder nicht, ne? Pass auf, wir setzen jetzt nochmal. Jawohl, jetzt hat er nämlich seinen CD gezogen, dass seine Schilde besser laufen. Ja, mein Freund, komm schon. Na, das gibt's doch nicht. Wieder ein Schild. Alter. Come on, Freunde, jetzt hier. Come on, Lava-Eruption. Ja, jetzt. Das gibt's doch nicht. Die Schilde, Freunde, die Schilde. Das ist doch eine Parodie von einem BG hier. Das kann doch gar nicht wahr sein. Komm, nächstes. Jetzt. Ja. Oh.
Der Junge hat sogar der Vergelter nochmal mitgehalten, um sein hier zu retten, ne? Wasted, Bruder. Zack, Aschenwelle auf den Nacken von euch Alihunden. Das gibt's doch gar nicht. Die spielen ja wie die letzten Berserker, Alter. Als hätten wir einen Russen-BG erwischt, ne? Als hätten wir einen Russen-BG erwischt, gibt's doch nicht hier alles Oleg Sesh-Fans, Junge. Großer Pyro in seinen Nacken rein. Oh, anstrengende Runde, Boys. Anstrengende Runde. Aber es lohnt sich, wenn wir auf die Punkte gucken, ne? Alter, und ich garantiere euch, dass das gerade nur funktioniert, weil alle genauso spielen wie ich, ne? Die labern das zwar nicht raus, aber die sitzen auch da. Jetzt, hier kommt Switchen und der Heiler und Eruption. So wie ich den Charmy kommentiere, der macht ja auch gerade. Der Pelli, da kommt, der zieht gleich wieder seine Flügel und so, ne? Garantiert, das ist so eine Runde. Das fühlt man richtig, ne? Wenn die Leute Bock haben, wenn die Heiler wirklich mal gefokust werden von allen, ne? Und jeder fühlt hier diesen CC-Schmerz und diese rumhopsenden, singenden, klingenden Bäumchen, oder? Das ist alles nicht schön. Was ist denn das hier für ein Armutszeugnis, hör mal? Also so ja nur aber erstmal gar nicht. Ja komm, hüpf hier rum, Mr. Hunter oder Mr. Hunter Sir. Bitte stehen bleiben. Guck mal, ein bisschen Bonus kriegt, ein bisschen Flügelchen. Jetzt schön Urteil des Templars, Junge, auf den Nacken, jawohl. Zwar. Guck mal, wie er gegenreckt, aber wie er auch komplett in die Fresse bekommt, Junge. Raus hier, Aspekt der Schildkröte am Arsch, du Lutscher. Ich hab doch CDs an, Mann. Ich hab doch, was legst du hier mit deiner Darkness hin, Junge? Zack, einmal ein Ei oder was hier? Junge, kommt der Pelli von hinten, weißt du, schön. Ja, guck mal, und jetzt der Hunter noch mit unseren letzten Flügelchen hier. Guck mal, zack, noch eins drauf. Und wie er abhaut. Come on, bleib stehen jetzt. Hier. Noch ein Hammer. noch ein Slow. Guck mal, wie er tippelt. Wie er einfach tippelt, der Kollege. Zack. Und noch ein Richter. Na, das machst du nicht. Nee, come on. So schon gar nicht. So schon mal gar nicht. Totstellen, du Lutscher. Sehe ich doch. Reife ich das Pad an, weißt du? Reife ich das Pad an. Was ist denn mit dem? Was? Well played, das müssen wir ihm jetzt lassen, Freunde. Da muss jetzt hier gerade nochmal hier die Welt umarmen in diesem Moment des Seins, in dieser Eiskältefalle, ja. Einfach mal die eigene Existenz zelebrieren. Das war ja großartig gemacht von ihm. Schade, das war großartig, das war wirklich gut gemacht von ihm. Guck mal, wie er jetzt aufmaut und abhaut, ne, und seine Leute hier zurücklässt. Das war ja geil, Junge. Totstelle. Da hatte der im PvP-Trade drin, dass er den nochmal heilt oder so. Ich habe sein Leben auch überschätzt. Den hätten wir eigentlich noch holen können. Ja, da habt ihr definitiv recht. Hätte ihn nicht so rumpimmeln dürfen, noch sein Pet mal kurz penetriert, ne? Da habt ihr auf jeden Fall recht, Freunde. Aber großes Üff, oder? Großes Üff, der Kollege. Holy shit. Shit, ne? Willst du mal einen Spaß machen? Haut der ab, wirklich, der Lutscher. Guck mal, ist aber auch nicht weit gekommen da. Ich habe ein farblich passendes Mount zu meinem Pet. Ich spiele PvP, ja, und ab zum Sägewerk, weißt du, und ab dafür. Ah, liebe Leute, wie man's macht, weißt du? Wie man's wieder macht. Eintreffen 3 am Sägewerk. Gucken wir mal rein. Da gucken wir doch mal rein, wie es aussieht hier. Guck, oh, da ist er wieder, unser Freund. Oder guck mal, er ist noch aufgemountet. Ja, es geht nur um den Style. Was machst du denn da? Guck mal, hier, das ist auch unsere Basis, mein Lieber. So geht's ja nun mal gar nicht hier, ne? So ja nun mal gar nicht. Hier ist unser Disci-Kollege. Der hat schon wieder auch gar keinen Bock auf uns, könnte ich mir vorstellen. Er ist schon wieder so, oh nee, nicht der Pisser schon wieder, weißt du, mit seinem Bonus-Kritschmuck hier. Bam, guck mal, da sieht man mal richtig schön, wie bei so einem Heiler auch mal was down gehen kann, weißt du? Das ist einfach ein tolles Bild. Das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Pass auf. So. Wir müssen natürlich auch ein bisschen unsere Flagge im Auge behalten. Jetzt bin ich hier vorne bei Küre verstärkt, Junge. So wollen wir das nämlich sehen, weißt du? Odin selber gibt uns hier die Kraft, diese miesen Heilerlutscher abzuziehen. Guck mal, wie der down geht, Junge. Wie der ins Maul bekommt, Alter. Zack, zerrab. Es ist einfach nur ein Traum, oder? Es ist einfach der Tap-Dine. Haben wir wunderbar unterbrochen. Sehr schön. Wir kicken hier mal mit rein. So, jetzt noch Stun hinterher. Komm, weg den Kollegen jetzt hier. Weg den. No! No! Ach, ihr miesen Hunde, Alter. Ah, Hand des Schutzes, ne, vermeidet körperlichen Schaden, dazu zählt auch Fallschaden natürlich. Ah, da hatte ich mir den Kill denied gerade, ne, die Sau, Alter. Das war nicht nett, das war echt nicht nett. Ich glaube, wenn ich mir die Punkte angucke, ist egal, wo wir jetzt hinreiten. Ah, Freunde, was ein BG, ne? Alter, was ein BG. Arnos, oder? Junge. Das war absolut geisteskrank, hat mega Spaß gemacht. Hat, war mega fordernd, also was heißt mega fordernd? Die Leute haben gespielt, als hätten sie alle Bock gehabt, ne, in beiden Teams. Und das war echt, war jetzt nicht ohne, ja. Schicke Runde, 3,65, ja, nimmt man mit, ne. 8,2 hier, Maler, natürlich Waffenkrieger, oder? Der gute Maler, what? Schutzkrieger 8,2, Bruder, läuft bei ihm, ja, das wirklich mal rein, ne. Das waren gar nicht die anderen, die uns hier unsere Kills denyen, wenn wir keinen Crit ready hatten, Junge, das waren die Tanks wieder. Ne, schön Avatar, Donnerknall, auf den Nacken, geiler Typ, ey. Geiler Typ, auf jeden Fall. Ja, schöne Runde, Freunde, kann man jetzt nicht meckern, ne? So kann's laufen zwischen Horde und Allianz. Hat Spaß gemacht. Bis dahin, haut rein, Freunde. Tschüss.